Dass es am Samstagmittag im Dessauer Liborius-Gymnasium äußerst friedlich und konzentriert zuging, verwundert bei genauerer Betrachtung kaum. Immerhin wissen die Mädchen und Jungen, die aus ganz Sachsen-Anhalt angereist waren, ganz genau, wie Streit entsteht und wie Konflikte vermieden oder aus der Welt geschaffen werden können. Sie alle sind Streitschlichter oder auch Schulmediatoren, eine Aufgabe, für die besondere Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Streitschlichter sind Jungen und Mädchen, die ein bisschen redegewandt sein müssen, einen Verstand haben müssen für die Gefühle anderer und auch das Gefühl haben müssen, für den Verstand anderer da zu sein. Ausgewählt werden die Streitschlichter durch die Lehrer. Vorher muss aber natürlich vor allem eigenes Interesse vorhanden sein. Ich bin Streitschlichter geworden durch die Information von meiner Schule. Ich habe dann also die Broschüre bekommen, die bei uns auslag, und dachte, es ist einfach wichtig, dass sowas auch an anderen Schulen stattfindet, und dachte ich, da gehe ich einfach hin und gucke mir das an, weil es waren auch interessante Workshops und ja, hatte ich einfach Interesse. Das Treffen in Dessau diente für die jungen Mädchen in erster Linie dazu, ihre freiwillige Arbeit in Klassenzimmern und auf Schulhöfen in Zukunft noch besser machen zu können. Die kommen hier zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, zu erfahren, dass es eine ganze Reihe von Personen gibt, die so qualifiziert sind wie sie selbst, die lernen was dazu, die haben auch ein bisschen Spaß miteinander, sollen auch ein bisschen fröhlich sein. Es ist auch eine Wertschätzung für die Schülerinnen und Schüler, in diesem Rahmen zusammenzukommen. Also ich sage mal, das Wichtigste ist Erfahrungsaustausch und etwas Neues dazulernen. Fast jeder der jungen Teilnehmer kennt Streit und Konflikte in der Schule, die unabhängig von der Schulform, von der Förderschule bis zum Gymnasium vorkommen, nicht nur aus der Theorie. Wenn es sowas gibt, dann gehe ich da eben dahin und dann gucke ich erstmal, also was für ein Problem jetzt vorliegt. Das kann zum Beispiel jetzt eine Meinungsverschiedenheit sein, aber es könnte auch jemand als Streber bezeichnet werden oder so. Und dann erstmal das Opfer fragen, erstmal, also hat er dich jetzt extra ausgewählt oder so. Und dann erstmal den, der es natürlich verursacht hat, was jetzt sein Problem ist mit der Person, warum er das gemacht hat und ob er das nicht sein lassen kann. Also natürlich liegt es meistens an Aggressionen oder so. Und da muss man einfach nachwirken, weil wenn keiner mit dem spricht, dann wird es ja auch nicht besser. Das Zauberwort der Schlichter lautet dabei Deeskalation, also das Glätten der Wogen, die ein Streit automatisch mit sich bringt. Sie müssen sich vorstellen, Streit ist immer hochemotional, hochexplosiv. Und dann kommen die Streitschlichter und sagen, na komm, seid mal wieder zufrieden und still. Das klappt meistens nicht so richtig. Da muss man schon andere Worte finden und andere Formen des Umgangs miteinander. Dass sich Probleme nicht völlig vermeiden lassen, wo völlig unterschiedliche Menschen auf engem Raum zusammentreffen, ist natürlich auch den Streitschlichtern klar. Das Treffen am Wochenende und die aus ihm gewonnenen Erkenntnisse sollen nun aber dabei helfen, zumindest unfairem Verhalten und gezieltem Mobbing einen Riegel vorzuschieben.